Hallo liebe Wassermannfrau, lieber Wassermannmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben vom 6. bis 7. Januar aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Wieso, weshalb, warum und Antworten zu weiteren häufigen Fragen findest du unten in der Infobox. Da befindet sich der Link zu den häufigsten Fragen und zu deiner Jahreslegung für 2020. Okay? Also, schauen wir mal. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Wassermann. Was geht in deinem Herzensmann, in deiner Herzensdame vor? Einen Moment. Ah, pardon. Die verraten uns es. Die verraten es uns nicht. Entschuldigung. Herzensdame, Herzensmann möchte dir nicht verraten, was in ihnen vorgeht. Yes, yes, no problem. Ich weiß, was mein Job ist. Wir finden es raus. Wir finden es raus. Oh, Wassermann, ich liebe dich. Wassermann. Wassermann, ich spüre hier das raus. Wassermann, ich wäre so froh, wenn wir neu starten könnten. Ich wäre so happy, wenn ein Neustart möglich wäre. Lassen es sich aber nicht anmerken. Die lassen sich weder anmerken, wie sehr sie leiden, wie viel Liebeskummer sie haben, noch wie sehr sie sich darüber freuen würden, wenn ihr zwei neu starten könntet. Dieser Mensch erlebt Himmel und Hölle in sich selbst. Gerechtigkeit, zweite Chance, eine große Arkana. Dieser Mensch möchte eine zweite Chance mit dir, Wassermann, behält es aber für sich. Ein Moment bitte. Okay, da haben einige von euch Probleme mit Haarschuppen und zwar aufgrund der Heizungsluft. Was ich tue, wenn ich eben Haarschuppen habe aufgrund der Trockenheit, ich schmiere mir einfach Körperlotion auf die Kopfhaut. Also falls das hilft, kannst du ja mal probieren. Da gibt es ja Shampoo und all das Zeugs, ja, aber das benutze ich schon auch. Aber ich, vor dem Duschen noch ein, zwei Stunden vorher, reibe ich mir einfach noch Körperlotion auf die Kopfhaut und dann ist das Problem meistens schon behoben. Falls du das Problem hier hast, okay, da haben einige von euch Probleme hier mit der Heizungsluft. Bei mir hilft Bodylotion, einfach direkt auf die Kopfhaut und dann ab in die Dusche danach, nach der Einwirkungsphase. Ritter der Stäbe und Neun der Stäbe. Wassermann, du zeigst dich deinem Herzensmann, deiner Herzensdame unstet. Du lässt sie nicht wissen oder denken oder glauben, dass du dich binden lässt. Und zwar, weil, ich möchte das richtig formulieren, Wassermann, mittlerweile hat diese Verbindung hier so viele Barrieren und es sind so viele Ängste in dir entstanden, dass du dir ein bisschen denkst, alles andere wäre besser. Sorry, Herzensdame, Herzensmann. Deine Herzensdame, dein Herzensmann möchte endlich mal Kontakt mit dir haben. Viele von euch kommunizieren nicht und Herzensdame, Herzensmann lechzt regelrecht nach einem Brotkümmel von dir, nach ein bisschen Aufmerksamkeit von dir. Es ist für sie eine enorme Belastung, dass hier die Verbindung so kaputt ist zwischen euch beiden. Was wird dein Herzensmann, deine Herzensdame vom 6. bis 7. Januar in Bezug auf dich tun?
Page der Kelche, der Eremit. Die überlegen sich einen Weg, zum das Ganze wieder gut machen zwischen euch. Er sie überlegt, wie man diese Barrieren hier wieder hochheben könnte, wie sie deine Ängste, deine Befürchtungen wieder heilen könnten. Okay? Und die werden dann hier an einer Strategie arbeiten. Langfristig sehe ich hier irgendwo dann, irgendwo hier hinten, König der Schwerter liegen. Weil das hier geht in Richtung Strategie. Tiefes Nachdenken und etwas, das man tun sollte, gleich König der Schwerter. Okay? Ich ziehe jetzt hier weitere Karten, dann sehen wir, worauf das hinausläuft. Außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.